das ist, sie wollen möglichst schnell kapieren im Netzwerk, woher, also wo ihr Zielobjekt ist. Sie müssen sich vorstellen, die werden immer komplexer und jetzt kommt auch noch das TCP/IP dazu, mit dem sie sich so gar nicht gut auskennen. Wissen Sie, wie die das nennen? Also wie sie den UMTS-Datenkanal nennen? Sie nannten das ursprünglich, jetzt beginnt es mit IP, aber ursprünglich hieß es Integrated Multimedia Subsystem. Und jetzt frisst Ihnen das Subsystem Ihr eigenes Scheißprotokoll auf. das nicht mal ein Protokoll ist, sondern ein Signaling System, SS7. Ziemlich komplex, eigene Wissenschaft, läuft gerade ein anderer Vortrag von jemandem, der sich dabei viel besser auskennt als ich, parallel dazu. Was bei uns TCP/IP ist, ist dort SS7 und da ist eben das Internet, jetzt nennen sie es IP Multimedia Subsystem. Aber dieses IP Multimedia Subsystem hat ihr Circuit Switched System bereits zu großen Teilen gefressen, weil der meiste Verkehr wird an den Wählämtern oder überall, wo es nur geht, sofort in IP verwandelt und patsch ins Glasfaserkabel geschmissen. Und dann zentral geswitcht und nicht wie sonst üblich, klack von hier, klack ins nächste WLAN, klack ins dritte WLAN. So, und jetzt schauen, und da haben sie halt tausend Kleinigkeiten zu besprechen und ständig gibt es neue Probleme, weil neue Produkte auf den Markt kommen, neue Services auf den Markt kommen, da wird dann wieder anders Circuit Switched geschaltet und dann funktioniert das wieder nicht richtig und dann müssen sie wieder etwas ändern dran. Berthold Wilhelm ist einer von den deutschen Delegierten. Da kommen wir gleich dazu. Hier haben wir einen Liaison Report vom übergeordneten Komitee an die hier, also an die technischen Umsetzer. Und jetzt schauen wir mal ganz nach hinten, weil da ist wieder das Interessanteste, nämlich die Mitgliederliste. Upsala. Hier sind wir. Hier sind die nächsten Treffen übrigens. Oh, im März sind Sie in Wien. Das ist schön. Oh, hier haben wir schon. Ich muss ein bisschen. Kann man es lesen so? Okay. Der Mann passt auf, dass alles entlang der deutschen Bundesverfassung verläuft, weil das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der schaut den anderen auf die Finger. Dann, wen haben wir hier noch? Hier haben wir die Leute, die Mullahs in Teheran mit der Möglichkeit versehen zu haben, die Opposition wie Hasen zu jagen. Hier haben wir ganz oben einen Herrn aus dem französischen Wirtschaftsministerium. Meistens treten die Herren als B-Netz A auf. Schauen Sie her, aus Deutschland sind drei Mann vom Wirtschaftsministerium dort. Eins. Ah, da sind doch zwei. Und hier ist der dritte. Der da, ein lieber alter Bekannter, seit 7 Jahren, geht heuer in Pension. Hier haben wir einen, der sitzt schon von Anfang an drinnen. Der Herr. Das ist Plattform Interceptio Decryptio in Signalanalyse. Ich glaube nicht, dass ich das übersetzen muss. Die klassischen Aufgaben eines Militärgeheimdienstmannes. Das ist der dritte. Wir haben jetzt zweimal GCHQ im übergeordneten technischen Komitee als Editors des Standards. Hier haben wir GCHQ als Sekretär der kompletten Gruppe. Das heißt, die sind in einer absoluten Kontrollfunktion. Und dann haben wir noch so ein paar Leute, wo man nicht wirklich was anfängt.
fangen kann. Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit einfach die, nicht Geheimdienstler, sondern die Leute, die mit den Geheimdienstlern reden. Also Telekom-Angestellte, die dort sitzen, die die Daten übergeben müssen, beziehungsweise die das organisieren. Warten Sie, wen haben wir da, wer fehlt uns da noch? Also das Interessanteste ist, interessant ist schon einmal ziemlich, dass die Deutschen da drei Mann stellen. Naja, Siemens, das ist eigentlich, das ist interessant, warum die überhaupt noch als Siemens hier sind. Und sie sind noch das, stellen noch dazu den Chairman. Sie haben diesen also diesen Überwachungsunit ja bekanntlich verkauft, der diese Anlagen in den Iran geliefert hat. Siemens ist auf der BND-Proxy. Ich würde mal sagen, niemand sonst entsendet so viele Leute vom Wirtschaftsministerium, die Franzosen gerade mal einen, die hatten vorher gar niemand drinnen, interessanterweise. Erst seit 2 Jahren haben sich die Parameter darin verändert. Wir schauen uns jetzt mal zum Vergleich eine Anwesenheitsliste vor genau 10 Jahren an und schauen mal, ob wir da Ähnlichkeiten finden dabei. Hier. Ja, okay. Da schreiben Sie jetzt nicht mehr drauf. Nein, weil es keinen Sinn hat. Wir schauen jetzt dann gleich auf Krypton, da ist das nämlich alles drauf. Hier haben wir eine Anwesenheitsliste von 1999. Warten Sie mal. Ich suche da jetzt nur. Ah. Sehen Sie hier irgendwas von Entag oder sonst was, RegTP? Dieser Herr hier ist nach meinem Vortrag 1999 hier über Nacht aus der Arbeitsgruppe verschwunden. Er war der Sekretär der Gruppe. Ich habe bei der RegTP, ich hatte seine Mailadresse, seine Handynummer und seine Telefonnummer, aber ich habe alles nicht benutzt. Ich habe bei der damaligen RegTP in Mainz angerufen und habe Herrn Theo Metzger verlangt. Die kannten den nicht. Sie kannten den nicht. Der war nicht in der Telefonliste. Und dann habe ich eine Anfrage gestellt, eine schriftliche, mit meinem ORF-Absender, dass sie vielleicht eher beantwortet wird. Und dann kriegte ich solche Gummiantworten. Ich habe das dann irgendwann über den Quintessenz-Newsletter rausgeschickt. Das war eine von den größten Lachnummern, wie die das beantwortet haben. Ja, er ist uns schon bekannt, aber er gehört nicht zu uns, sondern er gehört eigentlich woanders hin, aber ist sonst immer bei uns. Es war wirklich fast wörtlich so, es ist nur eine Paraphrase drauf. So, das ist aber alles, längst noch nicht alles, weil die interessanteste Person haben wir noch nicht gefunden hier. Schauen Sie mal, wer da noch ist. Da ist eine ganz merkwürdige Lady dabei, dass das eine Frau. Und da lauter Herren, die, es geht nicht wirklich zum Markieren, unter lauter Herren die einzige Dame. Ja, da könnte man im Etsy dann nachschauen etwas, aber da lassen sie mich nicht rein und Gewalt will man ja auch keine anwenden. Wir schauen jetzt einmal, ob wir über die Dame was rauskriegen, und wir haben über diese Dame ganz erstaunliche Sachen rausgekriegt, und jetzt machen wir einen Ausflug zu Krypton, weil dort ist alles schön in Wort und Bild erhalten. Hier finden Sie auch, das war das, der Titel, unter dem ich es laufen hat, The Modern Spooks Data Retention Wishlist.
weil es war vor Weihnachten und ich dachte mir, es macht einen guten